Scheiße. Ah, Homie. Du hier, Lucky Lucky. Wer bist du denn? Ich bin Jaffa. Ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hadda. Wie, er war nur ein Held. Der ist doch immer noch ein geiler Held. Ja, schöne Grüße hier aus Risen 3 vom Ameisenkönig. Wir haben Jaffa getroffen, den geilen Gnom aus Risen 2, der unseren... Oh, der auch noch immer noch den... ja, stimmt. Das ist ja die Kapitänsmütze von unserem Vater, ne? Stahlbart war ja unser Vater und das ist das Ding, was er sein Aurikulki nennt. Also seinen Schatz, den er für das Erwachsenwerden gesucht hat und gefunden hat bei dem alten Helden. Was heißt, du warst ein Held? Sieh dir doch an, mein Leben heute. Jaffa geworden, Matar. Ein Meister der Gnome. Der muss ausbilden, einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee, aber das heißt, für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis. Miss Hadda. Und wie macht sich deine Ausbildung hier oder deine Auszubildenden? Wie macht sich dein Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Peewee war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Matar, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Peewee? Mein Schützling heißt Ali. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Ach du Scheiße. Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quälgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Eigentlich nicht, oder? Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Da müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass der Wächter wird, also der Ali. Haha. Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Magnus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Okidoki. Ich warte hier so lange. Ach klar, das schaffen wir schon, auf jeden Fall. Ein geiler Typ für die Wächter. Ah, hier ist er doch. Auf den Nebenmann achten. Er trägt sogar schon ein Schwert auf dem Rücken. Eines Tages wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jaffar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nichts Sorgen machen muss Jaffar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen Jaffar. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homi Halpo? Gute Sache das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Alles klar, dann nehmen wir den mal mit hier. Ob wir Ali dazu bringen können, das hier zu machen? Immer auf wo ist denn der Magnus hier? Ihr müsst euch gegenseitig denken. Ihr müsst euch gegenseitig aufs Maul geben, dachte ich schon. Halt! Keinen Schritt weiter. Du willst doch wohl nicht einfach hier reinspazieren, was? Und wenn es so wäre? Nix da. General Magnus möchte nicht, dass die Magier gestört werden. Also, ohne Erlaubnis des Generals lasse ich hier niemanden rein, klar? Verstehe. Alles klar. Ich wollte eigentlich nur daher gehen, aber egal. Wo ist der Magnus denn? Ich sehe ihn hier nicht. Ach, da ist er doch. Hey du, Mongo, was geht denn ab hier? Moment. Wo wollen wir denn hin? Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Hey, Magnus, mein Guter. Ich wollte meinen Freund hier nur mal durchs Lager führen. Ich glaub dir kein Wort.
So wie ich dich kenne, führst du doch irgendetwas im Schilde. Außerdem habe ich dich nicht gefragt. Also, wie bist du hier reingekommen? Ich sag das Erste. Ich bin Abgesandter aus Kalador. Aha, ein Dämonenjäger also. Das hat uns hier gerade noch gefehlt. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Komm schon. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön. Dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Ich habe Horas geholfen, ja. Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Ich habe einem Wächter namens Ramon auf Antigua geholfen. Na schön. Das kann sein, ist aber für mich jetzt schwer zu prüfen. Da musst du schon etwas Besseres vorbringen, Fremder. Ich biete euch Wächtern meine Hilfe an. Nehmt sie oder lasst es. Nein, ich müsste dich auch noch beaufsichtigen und ich kann nicht alles gleichzeitig. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Alter, komm schon. Wir regeln erstmal das hier mit Ali. Das mit unseren Sachen können wir hinten anstellen. Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so. Aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben. Der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Eventuell. Wie kann man das denn machen? General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wirst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Aber wie? Mach mal einen kleinen Schaukampf, ja geil. Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali. Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Okay, machen wir dann aber am besten, wenn ich die Rüstung hier ausgezogen habe. Komm, wir ziehen uns die dreckige Weste von Slim an. Hey, ich bin ein dummer Pirat. Okay, komm, wir sehen jetzt richtig doof aus. Mit Glatze, ey, das sieht so schäbig aus. Direkt vor ihm auch, geil. Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua, Attacke! Los doch! Oh nein, Ali ist zu stark, oh nein. Gib's mir, Ali, nein, oh nein. Jetzt gebe ich ihm. Er wird bluten. Los, schlag schon zu! Ich blocke und er greift an. Oh nein, Ali, lass es bitte, nein. Es tut mir noch leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich wollte nicht deine Mutter verführen. Es ist einfach so passiert. Liebe auf den ersten. Zeig ihm, wer stärker ist. Blick. Oh nein, Ali ist so stark. So heftig wurde ich ja noch nie verprügelt. Ups. Ich muss ja ein bisschen authentisch sein. Ali. Reifeleistung. Das war brutal. Geiler Typ, ey. Aber wir sehen so schäbig aus mit der Glatze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach.
Okay, Homie. Wie sieht aus meine Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen. Geil. Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar, sonst überlege ich es mir doch noch anders. Alles klar, geil. Er ist Wächter oder auf jeden Fall Kadett. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie, mein Traum sich jetzt erfüllen. Ich gleich gehe zu andere Gnome und erzähle davon. Eines Tages Kristallhandschuh eines Wächters mein Aurikulki wird sein. Danke, Homie, für große Hilfe. Yippie! Geil! Kristallhandschuh als Aurikulki, der ist ja mega geil. Oh, wir müssen aber mega hier jetzt noch saufen hier. Oder was fressen. Oh, geht ja gar nicht. So, wir ziehen uns erstmal wieder richtig an. Der Glatze sehe ich ja so kacke aus. Oh Mann. So. Aber bevor wir jetzt hier abhauen, Jafar. Jafar ist endlich mein. Ja! Jafar ist mein Aurikulki. Dein Schützling Ali ist unter der Haube. Magnus wird ihn zum Wächter ausbilden. Yippie, gute Neuigkeit. Alin und Piwi von Magnus. Jaffa jetzt frei. Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Jaffa kann wieder gehen auf große Reise. Wo ist dein Schiff, Captain? Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Sehr, sehr geil. Okay, cool. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Buch holen. Ich denke mal, wir können direkt zum Schiff, ne? Ja. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, aber uns das klingt, der klingt immer so streng mit mir, ey. Hammerhart. So, wo ist denn Rumbold, der olle Sack? Der löst da hier irgendwo rumlaufen. Hey, da sind Blitze. Wow. Da ist er doch. So. Was ist jetzt mit dem Buch? Wegen der verdächtigen Bücher. Bist du schon fündig geworden? Tja, meine Suche war nur zur Hälfte erfolgreich. Wenn ich meine Bestandslisten richtig durchgegangen bin, dann kommen zwei Bücher in Frage. Eines davon wurde ins Magierlager geliefert. Hör dich da einfach mal um. Das andere ist leider über Bord gegangen. Die See ist halt unberechenbar. Oh, na toll. Gibt es keine Möglichkeit, das Buch zu finden? Na, Treibgut wird für gewöhnlich früher oder später angespült. Oder von irgendwelchen Ungeheuern verschlungen. Vielleicht wirst du ja auf der kleinen Insel im Süden fündig. Kleine Insel im Süden. Kleine Insel. Ach, da hinten. Ja, okay, dann ja sofort dahin, ey. Nehmen wir uns auch direkt einmal unseren geilen Meisterdieb mit. Wo ist Jafar denn? Wo ist der geile Gnome, ey? Ich sehe ihn nicht. Wo ist Jafar? Nee, wo ist denn Jafar hin? Und wieso leckt das Spiel so sehr, wenn ich immer auf dem Boot bin? Nervt mich ja total. So, hier ist Horas. Ach, da ist er doch. Hey. Schönes Schiff. Jip, jip. Jafar ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jafar wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Alles klar, dann komm mit. Komm mit. Claro. Claro, okay. Jafar nehmen wir da mit. Oder Jafar. Ich sage immer Jafar, wie aus Aladdin. Aber er ist eigentlich Jafar. Also Betonung auf das erste A. Jafar gefällt es hier. Sieht ein bisschen aus wie Heimat. Aha. Das ist deine Heimat. Okay, ja, egal. Also, wo wir ihn gefunden haben. Zack. Spruchrolle gemobst. Und hier blitzen immer die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ah, hier haben wir auch einen Teleporter. Den können wir mal eben aktivieren. Geht doch. Aber geil, mit Jafar hier zu sein. Ich habe mir bei Risen 2 damals noch die Stahlbart-Schatz-Edition geholt. Da habe ich auch noch ein Unboxing von gemacht damals. Und das Ding. Also Jafars Feder, die ist ja als Figur da drauf. Es gibt die Figur von Jafar und der hat eine echte Feder da dran. Die wird immer von meinem PC-Lüfter hinten dran zum Bewegen gebracht. Das finde ich immer so lustig. Die habe ich extra so dahinter gestellt. Ja, Jafar, der kann auch draufhauen. Der braucht nur ein bisschen Einlauf. Also Jafar ist wahrscheinlich einer der geilsten Gefährten. Ich lasse den mal, glaube ich, machen. Der war ein Junge.
Jafar? Der will anscheinend nicht. Kämpft er nicht, oder was? Jetzt kämpft er. Oh. Ja, okay, das ist allgemein diese... Das Komische bei den Gefährten, dass die irgendwie nicht richtig funktionieren. Gesamtes Spiel schon über nicht. Naja. Oh nein, da hinten wieder irgendwelche Krabbenviecher. Die hasse ich ja. So, wir gucken mal Besuchsrecht vielleicht auf der Map, wo die Sachen sind. Hexenjagd. Und das Buch ist... Aha. Hier gibt es zwei Bücher. Hä? Ne, zwei verlorene Ladungen. Okay, dann gehen wir hier links lang. Sehr interessant. Hopp, hopp, hopp. Aber was ist das denn für ein Megavieh? Das so ein Vieh gab es ja bisher nur auf der Insel der Diebe. Oder irre ich mich? Wie heißt das nochmal? Ah, ein Leviathan, genau. Geil. Ausgewichen. Oh. Ich muss einmal das, den Sandteufel fertig machen. Der nervt ja viel mehr. Als, die anderen Viecher. Gib ihm. Nein. Alter, lass mal den Quatsch hier. Zack. Jetzt ist er tot, ganz genau, Jafar. Jafar. Aber ich würde sagen, ich beende dann doch mal hier die Folge. Wir können ja dann die ganze nächste Folge damit widmen, unseren Aufstieg zu zelebrieren. Zu den richtigen Dämonenjägern. Wir sind ja jetzt erstmal nur Späher bei den Dämonenjägern, aber dann sind wir richtiger aufs Maulgeber bei den Dämonen. Alles klar, ich bin der Ameisenkönig, wir spielen Risen 3. Wenn euch diese Folge gefallen hat, finde ich es geil, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Wenn nicht, dann eben nicht. Und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Ciao. Ach. Tia, deine Waffe, du Depp.